Es wird auf dem Marktplatz eine Eisbahn aufgebaut. Corona sollten wir alle mal gucken, dass wir neue Instrumente wählen, um diese Innenstädte wieder zu beleben. Und unser Ziel ist es eigentlich, dass die Vereine die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. So, dann ganz liebe Grüße. Zwar mitten im Sommer aus Lübben, aber es gab heute eine Pressekonferenz, die sich dem Weihnachtsfest und dem Winterfest widmet. Klären Sie uns mal bitte auf, ich war ganz kurz verwirrt. Ja, also wir haben eine Idee, wie wir den Wintertourismus beleben können. Und uns ist natürlich wichtig, diese Idee zeitig nach außen zu tragen, weil wir natürlich auf die Menschen angewiesen sind, dass sie ein Angebot nutzen. Und wir planen ja schon seit 6 Jahren das Thema Eisbahn in Lübben. Und umso mehr freut es mich, dass wir jetzt endlich final werden und dieses Jahr es wirklich umsetzen und ein Winterangebot hier in Lübben vorhalten. Genau. Wir haben das Stichwort gehört, Eisbahn in Lübben. Erstmalig, dann klären wir uns auf, wo und wie und wann, warum. Genau, also es wird auf dem Marktplatz eine Eisbahn aufgebaut. Wir sind auch mit dabei, dass wir ein Zelt mit installieren, sodass man auch verweilen kann, gemütlich sitzen kann. Und es soll sozusagen der Ankerpunkt sein. Der Hintergrund ist natürlich nicht nur, dass man dort Schlittschuh läuft, sondern dass man sozusagen auch die Innenstadt belebt, dass man die Gastronomie nutzt, dass man die Geschäfte nutzt, ihre Einkäufe tätigt und sozusagen wir ja auch für den Wintertourismus, für Tagesausflüge eine Attraktivität darstellen können, dass die Leute herkommen. Den Zeitraum? Also geplant ist es von Anfang Dezember, ich glaube 1. Dezember bis 5. Januar. Und wir haben unterschiedliche Events dort. Wir sind auch froh, dass wir zwei Partner haben hier aus Lübben, die sich dieser Aufgabe angenommen haben und hier wirklich ein abwechslungsreiches Programm anbieten. Ganz wichtig ist immer beim Stichwort Eisbahn, was wird es denn für eine Eisbahn sein? Ist es eher so eine Kunsteisbahn oder tatsächlich Natureis? Ja, wir haben lange diskutiert. Also Kunsteisbahn hat auch Vor- und Nachteile. Also diese Mikroplastik-Elemente, die ja dort rumgehen. Und wir haben auch natürlich dran gedacht, spezielle Schlittschuhe, die man dann benötigt. Deshalb haben wir uns für eine normale Eisbahn entschieden, sodass auch jeder seine Schlittschuhe von zu Hause mitbringen kann. Und wir haben zum Glück auch einen Partner, der uns mit Strom dort unterstützt, mit der Stromlieferung. Und deshalb können wir es auch so darstellen, dass es eine normale Eisbahn ist. In Zeiten von, ja, wo Veranstaltungen natürlich auch so eine Kostenfaktoren immer mehr, naja, ordentlich nach vorne treiben, fragt man sich, ist das jetzt was sich die Stadt Lübben auch leisten und gönnen kann? Naja, ich würde immer mal so sagen, nach Corona sollten wir alle mal gucken, dass wir neue Instrumente wählen, um diese Innenstädte wieder zu beleben. Und das ist ja nicht die ganz neue Idee, sondern wir haben lange geplant, waren immer wieder gezwungen, die Planung aufzuheben aufgrund von Corona. Jetzt machen wir es einfach mal. Deshalb haben wir gesagt, es geht nicht für 3 Jahre. Wir wollen es dieses Jahr einfach mal probieren und zum Schluss entscheiden die Menschen, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Genau. Schauen wir noch ein bisschen drumherum. Natürlich, Adventsmarkt ist wieder mit dabei. Ihr habt sogar eine Vereinsaktion. Was steckt da dahinter? Genau, also wir haben ja gesagt, die Eisbahn ist der Mittelpunkt. Der wird sozusagen die Eisbahn geöffnet für den Adventsmarkt. Aber wir haben dann noch den 2. und 3. Advent und da wollen wir die Vereine mit einbinden. Wir haben es letztes Jahr hier schon im Hafen probiert und unser Ziel ist es eigentlich, dass die Vereine die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren, auch Weihnachtliches anzubieten und so auch noch den Magnetfaktor eigentlich ein bisschen zu stärken, sodass die Leute die Eisbahn nutzen. Ja. Und um die regionale Präsenz zu stärken, auch, ja, ich weiß nicht, Firmen und sonst, wer könnte sich auch bei der Eisbahn präsentieren, ne? Ja, also es ist ein großes Thema. Also ich glaube, sowas kriegt man nicht hin ohne Sponsoring, ohne finanzielle Unterstützer. Deshalb der Aufruf an alle Unternehmen, die sich hier präsentieren wollen, die vielleicht auch im Rahmen der Fachkräftemangels, die einfach sichtbar sich machen wollen. Wir bieten hier Bannwerbung an. Es ist für einen überschaubaren Preis, aber man ist dann hier vor Ort sichtbar und höchstwahrscheinlich in der Weihnachtszeit kommen viele aus anderen Ecken hierher und vielleicht ist es ein sympathischer Punkt, wo man sich präsentieren kann. Ansonsten Weihnachtsbaum und so weiter wird dann traditionell so sein wie immer, ne? Auf dem Marktplatz und da, wo der Adventsmarkt ist. Genau, Weihnachtsbaum ist ja die Halterung, den können wir nicht verrücken. Von der Sache her ist es alles so ausgerichtet und ich glaube, wir kriegen super Ambiente dann hin in der Innenstadt, sodass dann alle die Weihnachtszeit hier genießen können. Und dann mache ich es rund. Warum war es wichtig, schon im August darüber zu informieren? Ja, ganz einfach. Also wir wissen, dass viele jetzt schon ihre Weihnachtsfeiern planen. Also die einen oder anderen Leute, die buchen ja schon Tickets und wir leben halt davon, dass diese Botschaft zeitig hinausgetragen wird. Ich glaube, dass es auch für Touristiker total wichtig ist, etwas zu kommunizieren, was vielleicht nochmal so ein Highlight ist, hier in den Spreewaldern in der Winterzeit zu kommen. Deshalb jetzt hier schon am Start und wir können immer nur werben, dass die Leute das wahrnehmen und auch das Angebot annehmen. Dann nutze ich zuletzt nochmal die Gelegenheit, um zu fragen, tatsächlich, wie läuft denn der jetzige Tourismus im jetzigen Hochsommer, auch wenn es gerade ein bisschen regnerisch ist? Ja, da haben Sie Glück. Ich habe heute mit dem Vereinsvorsitzenden vom Tourismusverein zusammengesessen. Also es ist nicht das tief erkennbar. Ich glaube, man sieht es auch, die Touristen sind da. Sicherlich ist es alles eine schwierige
schwierige Zeit, aber ich glaube, dass die Touristiker bis jetzt, so wurde es mir gespiegelt, mit der Saison erstmal zufrieden sind. Abgerechnet wird zum Schluss, dann werden wir mal sehen, ob das Jahr normal verlaufen ist.